herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Ich möchte Ihnen ganz kurz unsere Referentin heute, Alef Yazici, vorstellen. Sie sitzt gerade in Ankara und ist dort auch als DAF-Fachberaterin für den Cornesen Verlag tätig, hat aber zuvor Germanistik und Deutsch auf Lehramt studiert und war viele Jahre am Goethe-Institut tätig als Lehrkraft, Multiplikatorin und Tutorin. Und heute ist sie Dozentin für Deutsch als Fremdsprache an einer Universität und gibt ganz viele Fortbildungen. Ich wünsche Ihnen jetzt allen ganz viel Spaß. Ich bin im Chat dabei, wenn es Fragen gibt, und übergebe jetzt an dich, lieber Alef. So, danke Nadine für die nette Einführung und auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ich habe auch das Chat mitverfolgt. Es ist wieder eine bunte Mischung. Klasse. Ich sehe viele, viele Länder. Heute geht es bei mir um das Thema Übungen. Übung macht den Meister, so heißt mein Titel. Und gezielt werde ich Ihnen heute einige Beispiele zeigen zu Übungen, Übungstypen, um Sprechen und Schreiben, also die produktiven Fertigkeiten, zu üben. Was erwartet Sie in den nächsten 60 Minuten? Hier eine kleine Agenda, also produktive Fertigkeiten. Es gibt natürlich ähnliche Sachen, ähnliche Merkmale, aber es gibt auch Unterschiede. Da werde ich ganz kurz nur darauf Ihnen einige Informationen geben. Dann möchte ich kurz auch über das Thema Motivation sprechen, egal welche Fertigkeit Sie üben. Motivation, ja, ohne Motivation geht gar nichts. Und da habe ich einige Beispiele mitgebracht, die ich sehr gerne auch in meinem Unterricht einsetze. Ich habe auch mit Jugendlichen gearbeitet, jetzt arbeite ich mit Erwachsenen. Es gibt natürlich Unterschiede, aber im Großen und Ganzen gelten die Beispiele eigentlich für fast alle Zielgruppen. Wenn auch Sie Ideen oder Kommentare haben, können Sie die auch gerne ins Chat schreiben. Ich versuche das mitzuverfolgen, aber Nadine wird mir da sicherlich auch helfen. Und im dritten Teil möchte ich Ihnen einige Beispiele zeigen aus Lehrwerken. Das sind Übungstypen, Übungsbeispiele, die ich sehr häufig einsetze und wo ich auch das Gefühl habe, dass das gute Möglichkeiten sind, ja, um Sprechen und Schreiben zu trainieren. Ja, das ist die Agenda für heute und ich möchte gleich mit einer Umfrage starten. Okay, bedingt durch die Pandemie hatten wir eine lange, lange Online-Phase. Jetzt ist es so, dass wir immer mehr Präsenzunterricht haben. Es gibt aber immer noch bestimmte Kombinationen, ja auch vielleicht auch dadurch, dass wir so lange online unterrichtet haben, haben sich jetzt auch andere, ja, Möglichkeiten ergeben, würde ich mal sagen. Mich interessiert, wie Sie momentan unterrichten. Dafür habe ich eine Umfrage, die ich jetzt starten werde. Und ich, einen Moment. Ja, das hat, glaube ich, nicht funktioniert. Ich versuche das noch einmal zu starten. Ich weiß nicht, ob Sie die Umfrage sehen können. Es gibt 7%. Oh, doch. Ah, ich sehe, glaube ich, die Umfrage nicht, Nadine. Kann das sein? Also, ich sehe die Umfrage. Okay, gut. Dann ist das okay. Ich habe schon 33 von 68 Teilnehmern Genau, jetzt habe ich mich daran erinnert, ich konnte irgendwie letztes Mal auch nicht die Umfrage sehen, aber ich weiß, dass alle anderen das sehen. Okay, also die Alternativen waren Präsenzunterricht online, vielleicht unterrichten Sie Blended Learning im Blended Learning Modell, also 60-40, 60% vielleicht online, 40% Präsenz oder umgekehrt. Oder Sie unterrichten online und in Präsenz, ja, das geht natürlich auch. Das interessiert mich, da gucke ich mal. Also ich habe Beispiele, die gehen sowohl im Online-Unterricht als auch im Präsenzunterricht. Und wenn Sie glauben, es gibt keine Option, die Sie gerade anspricht, dann können Sie das auch gerne ins Chat schreiben. So, ich sehe
71% haben teilgenommen. Wenn Sie über ein Handy oder ein mobiles Endgerät verbunden sind, dann kann es sein, dass die Umfrage vielleicht ein wenig schwierig wird. Sie können das auch gerne dann ins Chat schreiben, wenn sich die Umfrage nicht geöffnet hat oder wenn der Bildschirm irgendwie zu klein ist und Sie nicht richtig darauf klicken können, auf die Optionen. Das geht alles. Genau, es hat auch jemand schon ins Chat geschrieben, Präsenzunterricht. Okay, 76%. Soll ich noch 1-2 Sekunden warten? Vielleicht tut sich noch was. Okay, dann stoppe ich die Umfrage und hoffe, Share Results. Und ich hoffe, dass Sie die Resultate sehen können, wie ich. Und zwar sehe ich, dass natürlich die Mehrheit wieder mit dem Präsenzunterricht gestartet hat. Ja, dann haben wir auch Blended Learning Modelle unter uns, also Lehrkräfte, die in diesem Format arbeiten. Online-Unterricht gibt es auch, 8%, ja. Und mehrere Variationen, darunter verstehe ich, dass Sie mehrere Sachen kombinieren. Okay, sehr schön. Ja, danke, das ist gut zu wissen. Es geht weiter und zwar, ja, Sprechen, Schreiben, produktive Fertigkeiten. In vielen Merkmalen ähneln sie sich, ja, also beide brauchen konkrete Anlässe. Bei der Produktion gibt es meistens ja so 3 Prozesse, die wir beobachten, die manchmal nacheinander passieren, manchmal parallel passieren. Zunächst erfolgt die konzeptionelle Planung, also sowohl bei Sprechen als auch bei Schreiben. Da wird das Weltwissen aktiviert, ja, die passenden Wörter werden gesucht. In dem zweiten Prozess, also in der zweiten Phase, geht es dann um die Formulierung, also um die grammatikalische, ja, Struktur. Wenn wir beim Sprechen sind, dann die phonologische Enkodierung der Planung, was wir vorher gemacht haben. Das ist quasi so die zweite Phase. Und dann wird natürlich das Produkt entweder akustisch oder halt schriftlich umgewandelt, ja. Also in dem Sinne sind diese zwei Fertigkeiten natürlich sehr ähnlich. Und auch bei den Übungstypen, bei den Beispielen werden Sie sehen, dass man viele Sprechübungen auch als Schreibaufgabe, als Schreibübung verwenden kann. Nicht, es passt immer nie 1:1, das ist klar, aber es gibt viele ähnliche Ähnlichkeiten. Genau, es gibt Ähnlichkeiten, aber es gibt auch Differenzen, über die ich auch ganz kurz sprechen möchte. Also sie unterscheiden sich in mehreren Aspekten. Also von der Zeit her gibt es einen Unterschied. Eine Äußerung ist flüchtig und besteht nicht über den Moment hinaus. Ja, also die Reaktion des Empfängers ist für den Sprecher sofort erkennbar. Das ist beim Schreiben nicht so. Und der Sprecher bekommt sofort eine Reaktion oder er bekommt oder sie bekommt gar keine Reaktion. Das kann natürlich auch sein, aber es passiert in diesem Moment. Andererseits kann man bei einer gesprochenen Äußerung irgendwie nichts mehr zurücknehmen. Ja, also man muss im Nachhinein korrigieren. Beim Schreiben kann man natürlich das durch mehrere Korrekturabläufe natürlich besser kontrollieren. Und man kann entscheiden, welches Produkt der Empfänger am Ende bekommt. Ja, das ist natürlich ein Unterschied. Es gibt natürlich mehr Unterschiede, sprachliche Realisierung. Die gesprochene Sprache unterscheidet sich natürlich auch hier von der geschriebenen Sprache. Zum Beispiel beim Sprechen benutzen wir manchmal unvollständige Sätze, ja, andere Wortfolgen. Häufig Ellipsen, also Auslassungen, oder wir wiederholen uns, machen mehr Pausen, was beim Schreiben natürlich in der Form nicht funktionieren wird. Und auch Thema Medium, also Stimme zum Beispiel, Mimik, Gestik ist eine Hilfe beim Sprechen. Beim Schreiben haben wir andere Hilfestellungen, zum Beispiel wir haben Bilder, wir können Grafiken verwenden. Das sind so natürlich die Unterschiede. Also wir können natürlich nie sagen, dass beide Fertigkeiten 1:1 identisch sind.
Thema Motivation, da gibt es keine Unterschiede, egal ob Sie sprechen üben oder schreiben üben oder irgendetwas anderes üben. Motivation, ja, das brauchen wir als Lehrkräfte genauso wie unsere Lernerinnen und Lerner. Und ja, das Thema ist für mich ganz wichtig, weil ich gemerkt habe, also meine Schüler lernen am besten, wenn sie sehr motiviert sind. Ja, wenn sie ein Ziel haben, wenn sie motiviert sind und wenn ihnen natürlich diese Aufgaben und Übungen ansprechen, wenn das Thema ihnen anspricht, wenn es einen Ich-Bezug gibt, ja, wenn die Themen wirklich altersgerecht sind. Und was ich als erstes Faktor immer sehe, ist natürlich die Lernatmosphäre, klar. Das wissen wir alle. Eine angenehme Lernatmosphäre schafft natürlich, ja, ich fühle mich wohl, ich habe keine Angst. Klar, das ist ein Faktor bei der Motivation, was ganz wichtig ist. Dafür habe ich immer Musik dabei, deutsche Songs von deutschen Künstlern oder auch Deutsch in Kombination mit einer anderen Sprache. Und ich habe da jetzt in den Jahren so eine, ja, quasi sehr viele Songs gefunden, die ich immer zu Beginn meines Unterrichts abspiele, egal ob ich Online-Unterricht habe oder ob ich in Präsenz im Klassenraum bin. Ich habe immer Musik dabei. Und das ist so, egal mit welcher Altersgruppe Sie arbeiten, das ist egal. Musik kommt immer gut an, auch wenn es nicht unbedingt die Musikrichtung ist, die ihre Schülerinnen und Schüler normalerweise hören. Das ist eigentlich egal. Sie sind sehr offen für Neues und geben mir dann auch Tipps. Wie zum Beispiel hier, wir haben so ein Portal an der Universität und dann wird fleißig über Songs gesprochen, dann kommen Tipps oder jemand sagt, können Sie beim nächsten Mal bitte das abspielen oder in der Pause werde ich gefragt. Und das ist so ein, ja, eine gute Möglichkeit, um ja eine angenehme Atmosphäre zu erstellen. Also es ist erstaunlich, was man so alles mit Musik erreichen kann. Und ich meine damit nicht unbedingt durchdidaktisierte Lieder. Das funktioniert auch. Das hat auch ein anderes Ziel. Aber hier geht es wirklich darum, die Gruppe zu motivieren. Also ich arbeite in dem Moment nicht mit den Texten. Als Einstieg zum Beispiel. Genau, was ich natürlich mache, lächeln, egal ob in Präsenz oder im Online-Unterricht. Ja, Gestik, Mimik einsetzen. Erzählt viel von der Person. Dann gibt es natürlich auch den Faktor Routinen und Rituale. Ich glaube, alle Lehrkräfte haben so bestimmte Sachen, die sie sehr häufig einsetzen, als Methode zum Beispiel. Das ist auch ein Faktor, wo ich bemerkt habe, dass meine Lernergruppen das sehr wichtig finden. Also sie sind offen für neue Sachen, für neue Methoden, klar. Aber man möchte nicht in jeder Stunde etwas Neues experimentieren. Also manchmal fühlt man sich wohl, wenn man weiß, ah, okay, ja, also Frau Yasuji weiß, ich weiß jetzt, was Frau Yasuji von uns möchte. Oder, ah, die Methode kenne ich, ja, Kugellager, Vierecken-Methode, egal. Also es ist nicht verkehrt, dass Sie einige Routinen haben. Zum Beispiel auch was ganz Simples hier als Beispiel. Ich habe immer, wenn es ein Event in meiner Stadt gibt oder irgendetwas, was mit Deutsch, mit Deutschland zu tun hat, dann kündige ich das unbedingt an der Tür, wenn es in Präsenzunterricht ist. Oder ich habe ein paar Slides, zeige kurz das Foto und gebe die Eckdaten dazu. Das ist so ein Klassiker bei mir. Also es hat auch nicht direkt mit dem Unterricht zu tun. Was ich als Ritual oder als Routine sehr oft mache, ist zum Beispiel dieses Padlet. Das nutze ich sehr oft. Und unsere Lernergruppen sind da sehr fit im Thema Technik. Padlet ist schon so alt. Also ich könnte natürlich auch etwas Neueres finden. Aber ich habe wirklich gemerkt, also auch meine Lernergruppen finden es okay und auch gut, wenn man mal etwas öfter in unterschiedlichen Formen nutzt. Ja, also Padlet zum Beispiel bei Schreibaufgaben, wenn es ein Endprodukt gibt, dass wir das auf einem Padlet festhalten. Ich arbeite meistens mit diesen Padlets dann weiter. Also ich versuche dann diese Schreibaufgabe mit einer Sprechaufgabe zu verbinden.
zum Beispiel auch hier, wie gesagt, es gibt hier die Form. Wie ich das verbinde, zeige ich Ihnen zum Beispiel hier mit einer Autogrammjagd. Ja, das ist also so, dass die Autogrammjagd, finde jemanden, es gibt viele Namen für diese Methode. Das ist also, Sie haben bestimmte Informationen und suchen die Person, zu der diese Information passt. Zum Beispiel im Präsenzunterricht hat jeder dieses Arbeitsblatt in der Hand. Finde jemanden, der gut kochen kann. Und das ist jetzt nicht einfach ein Thema, was ich mir ausgedacht habe. Es hat natürlich mit dem Thema zu tun, was ich gerade im Unterricht habe. Ja, also das ist klar, wir haben ein Ziel, wir wollen nicht nur einfach Spaß haben, sondern wir haben gerade das Thema Hobbys oder wir haben gerade hier das Modalverb gelernt. Ja, also wir haben im Präsenzunterricht ein Arbeitsblatt, fragen uns gegenseitig und dann frage ich, ja, kannst du gut kochen? Und wenn die Antwort ja ist, dann notiere ich mir den Namen. Oder wenn die Antwort nein ist, dann notiere ich mir natürlich nicht den Namen und gehe weiter und frage so lange, bis ich eine Person gefunden habe. Und das ist jetzt interessant, bis ich eine Person gefunden habe. Ich bin natürlich als Lehrkraft vorbereitet, weil ich meistens, und da gehe ich nochmal zurück, ja ein Padlet vorher gemacht habe. Und Sie werden sehen, da gibt es schon diese Informationen. Also ich schaue mir das Padlet natürlich vorher an und hole mir die Informationen und bereite danach ein Arbeitsblatt vor. Also es ist manchmal auch okay, wenn es eine Information gibt, die zu niemandem passt. Aber ich finde, es macht viel mehr Spaß, wenn man wirklich alle Informationen füllen kann, also wenn alle Namen ergänzt sind. Und ich achte natürlich darauf, dass es natürlich, wenn man vorher ein Padlet macht, ist es praktisch, dass irgendwie nicht immer die gleichen Namen notiert werden, weil es jemanden gibt, der irgendwie alles kann, sondern ich versuche das natürlich so ein bisschen zu mischen. Ja, das ist so eine Routine, was ich zum Beispiel sehr gerne mache. Also die Kombination Padlet, Schreibaufgabe, ein Endprodukt, ein Mini-Endprodukt, das ist A11. Und dann kombiniere ich das mit einer Sprechaufgabe. Ja, also ich kann dann nochmal diese Struktur üben. Ja, auch etwas, was ich jetzt in der Pandemie bei mir ist, zu einer Routine entwickelt hat, ist zum Beispiel ja solche Seiten wie zum Beispiel Gathertown. Kennen Sie sicherlich. Es gibt auch andere, viele andere Arten. Zum Beispiel gibt es auch Wandermi, habe ich eine Zeit lang benutzt. Dann bin ich jetzt mehr bei Gathertown gelandet. Das war eine große Hilfe im Online-Unterricht, ja in dieser Phase, wo wir keinen Präsenzunterricht hatten. Und ich habe eine Möglichkeit gesucht, wo meine Schülerinnen und Schüler quasi frei, ja, sprechen können. Also sie hatten eine Aufgabe und sie sollten frei, wie bei der Aufgabe davor, bei der Autogrammjagd, sollten sie spontan mit Personen sprechen. Und das funktioniert im Online-Unterricht natürlich normalerweise ein bisschen schwer. Das heißt, Gathertown war bei mir eine große Hilfe. Wir hatten zum Beispiel das Thema Perfekt, dann habe ich auch so kleine, Sie sehen, so Luftballons eingebaut. Man hat viele Optionen und wenn man sich dann an dieses Luftballon genährt hat, kam eine Information als Hilfe. Also ganz spannend. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, aber wenn Sie das interessant finden, schauen Sie sich die Seite einfach mal an. Ein paar Informationen vorab. Praktisch ist, dass man das nicht herunterladen muss. Es eignet sich gut, wenn man keine festen Gruppen bilden möchte, wenn man möchte, dass sie selber sich ihren Partner suchen, ja, dass sie fließender oder freier sprechen, dann ist dieses Format sehr gut. Es ist eine kostenlose Variante, aber natürlich begrenzt. Es sind um die 25 Teilnehmer. Das heißt, wenn Sie 26 Personen haben, ist es schwierig, dann kann ich Ihnen das leider nicht empfehlen. Und ich habe gemerkt, es ist schwierig, wenn man das über ein Smartphone verwendet, weil der Bildschirm nun mal so klein ist. Ja, aber wie gesagt, es gibt Nutzer, die das auch über ein Smartphone nutzen. Ja, das ist so eines meiner Routinen, die ich Ihnen zeigen wollte. Thema Motivation.
Ein letzter Faktor, den ich heute mit Ihnen gerne auch besprechen möchte, ist Fehlerkorrektur. Ja, sowohl beim Sprechen als auch beim Schreiben ist es so, dass das, glaube ich, meistens ein Faktor ist, wo Schülerinnen und Schüler sehr demotiviert werden. Und Fehlerkorrektur habe ich bei mir versucht, ja, ich habe so ein System. Und dieses System möchte ich Ihnen gerne zeigen. Ich habe eine Frage. Ich stelle mir als Lehrkraft immer folgende Frage, wenn ich gerade in einer Situation bin, wo ich korrigieren möchte oder wo ich merke, ah, ich muss jetzt eingreifen. Das machen wir als Lehrkräfte viel. Und ich versuche mich da ein bisschen, ja, ich habe da jetzt ein System erfunden für mich. Und zwar stelle ich mir die Frage, muss ich das jetzt korrigieren? Ja, mit der Betonung auf muss. Das heißt, ist es wirklich notwendig, dass ich jetzt eingreife? Ja, also wie wichtig ist das, dass ich das jetzt korrigiere? Das ist die erste Frage, die ich mir stelle. Dann stelle ich mir die Frage noch einmal, betone sie aber anders und sage, muss ich das jetzt korrigieren? Ja, das heißt, gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit? Muss ich als Lehrkraft korrigieren oder gibt es eventuell auch eine andere Möglichkeit, dass sie sich untereinander korrigieren, dass sie vielleicht später selber darauf kommen? Ja, das ist die zweite Frage, die ich mir immer stelle. Und als drittes betone ich dann den Zeitpunkt, also muss ich das jetzt korrigieren? Ja, also jetzt sofort oder kann ich das eventuell auch später machen? Ja, was ist effektiver? Und das ist wirklich, seitdem ich diese Frage im Kopf habe im Unterricht, das hat mir weitergeholfen. Ja, ich habe gemerkt, dass ich weniger eingreife, weil ich gemerkt habe, dass ich zu viel korrigiere und manchmal auch zum falschen Zeitpunkt. Ja, Fehlerkorrektur, eine Frage an Sie. Überlegen Sie mal beim Sprechen, beim Schreiben, wann korrigieren Sie Fehler? Dafür habe ich wieder eine Umfrage, die ich nicht sehen werde, höchstwahrscheinlich. Aber ich hoffe, Sie sehen jetzt die Umfrage. Ah doch, ich sehe sie auch. Ja, wann korrigieren Sie Fehler? Sie können mehrere Optionen ankreuzen. Also, wenn wir eine Aufwärmung oder ein Konzentrationsspiel machen und Sie hören da einen Fehler, greifen Sie ein. Oder wenn die Kommunikation abzubrechen droht, ja, oder wenn es zu Missverständnissen kommt, korrigieren Sie da. Wenn wir gezielt eine Struktur üben, und es gibt sicherlich auch andere Optionen, die Sie gerne auch ins Chat schreiben können. Also, wann korrigieren Sie Fehler? Die Mehrfachselektion müsste eingeschaltet sein. Wenn nicht, dann geben Sie mir kurz Bescheid. Ansonsten nehmen Sie das, was für ihn am wichtigsten ist. Doch, funktioniert gut. Prozent haben bereits mitgemacht. Das war auch bei der ersten Umfrage so der Durchschnitt. Genau, für diejenigen, die bei der Umfrage Schwierigkeit haben, die können das auch gerne ins Chat schreiben. Wenn wir gezielt eine Struktur üben, wenn die Schüler einen Aufsatz schreiben. Okay. 79%. Okay, ja, Fehlerkorrektur ist so das Lieblingsthema bei Lehrkräften, glaube ich. Okay, es tut sich noch was. Ich beende gleich die Umfrage und Sie sehen dann das Resultat. Okay, wir sind bei 80%. Was will man mehr? Und ich beende, ah doch, wieder 79. Ich beende die Umfrage und zeige Ihnen
so das Resultat. Und schauen wir mal, wenn wir gezielt eine Struktur üben, richtig? Denn da ist unser Ziel, ja, wir haben etwa eine neue Struktur eingeführt und wir wollen diese neue Struktur üben. Und wenn wir in dem Moment nicht eingreifen, das heißt, wenn wir bei dieser Übungsphase nicht eingreifen, wird das von vornherein falsch gelernt. Das heißt, das ist der Moment, wo auch ich viel öfter eingreife oder korrigiere als normal. Ja, eine neue Struktur üben, das ist sowieso das Ziel, dass die Struktur richtig gelernt wird. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wenn es zu Missverständnissen kommt, richtig, ja, weil dann bricht die Kommunikation ab. Ja, das ist also auch für die andere Option gültig, das ist auch richtig. Wenn die Kommunikation abzubrechen droht, ja, dann greife ich ein. Oder wenn es zu einem Missverständnis kommt, wenn ja, das, was gesagt wird, von der anderen Seite nicht richtig verstanden wird und wenn auch die andere Person dann quasi nicht nachfragt und was die Person falsch verstanden hat, wenn das Thema sich auf einmal ändert, weil man es missverstanden hat, dann greife ich natürlich auch ein. Bei Aufwärme- und Konzentrationsspielen haben auch Sie gesagt, ja, richtig, also da greifen wir natürlich nicht ein. Warum auch? Da haben wir ein anderes Ziel, ja, da wollen wir keine neue Struktur üben. Das ist richtig. Klasse, Dankeschön. Dann schließe ich mal diese Umfrage und es geht dann zurück. Ja, sehr schön. Okay, und auch hier habe ich für mich wieder ein System entdeckt. Das ist keine Neuentdeckung, vielleicht machen Sie das genauso, aber ich bin sehr mit diesem System oder mit dieser Methode zufrieden. Deswegen versuche ich das in sehr vielen meiner Webinaren noch einmal ja, als Beispiel zu zeigen, weil das für mich irgendwie ziemlich gut passt. Das heißt, vor allem, wenn es geht hier mehr um Korrektur beim Sprechen, ja, und bei der Fehlerkorrektur ist es so, dass ich quasi, wenn es zum Beispiel eine Gruppenarbeit gibt, Sie sollen irgendetwas machen, Sie versuchen einen Dialog zu variieren oder Sie schreiben zuerst einen Dialog, dann sprechen Sie es untereinander vor. Das heißt, ich bin da nicht direkt aktiv, sondern meine Schüler arbeiten in Partnerarbeit oder in Gruppen. Ja, das ist die Situation, die ich in dem Moment habe. Ich gehe spazieren im Klassenraum, ja, und habe immer einen Notizblock oder ein Zettelchen mit dabei. Und ich höre zu. Also ich gehe nicht direkt zu der Gruppe und schaue die Gruppe an und dann notiere ich, sondern ich gehe beim Spazierengehen, gehe ich durch die Tische drumherum und höre mir an, was dort gerade produziert wird. Und dann mache ich mir meine Notizen. Ich notiere mir nicht alles auf, das ist sowieso nicht realistisch. Ich versuche, die Fehler zu notieren, die ich sehr häufig höre oder wo ich merke, okay, da hat anscheinend irgendwie bei der Übungsphase irgendetwas nicht gut funktioniert. Ja, also Fehler, die mir wichtig sind und die notiere ich mir dann. Und dann mache ich das anschließend, also nicht direkt nach der Gruppenarbeit oder nach der Partnerarbeit. Ich mache es am Ende des Unterrichts oder manchmal mache ich es am nächsten Tag, also zu Beginn der nächsten Stunde. Also ich versuche dazwischen ein wenig Zeit zu setzen, ja, weil dann ist es so, es ist sehr auffällig. Ich möchte so den Anschein erwecken, als ob ich das sowieso schon eingeplant habe, ja, dieses Wiederholen oder ja, Üben von bestimmten Sachen. Das können Wörter sein, das kann auch Aussprache sein, wenn ich höre, alle sagen das Wort irgendwie falsch oder es ist eine grammatikalische Struktur. Egal. Ja, also ich mache das nicht sofort danach. Und natürlich anonym. Das heißt, ich werde natürlich nicht sagen, ja, du hattest das so gesagt, aber, oder ich schaue auch niemanden direkt an in dem Moment. Also ich mache das so anonym. Ich habe jetzt so diese Sätze oder diese Wörter. Wir üben das im Plenum noch einmal zusammen. Ja, also alle machen damit. Ich wähle mir nicht diese Personen aus, die das falsch gemacht haben.
Genau, das ist für mich das System, was ich sehr häufig mache, sehr häufig tue. Und im Online-Unterricht habe ich das auch gemacht. Und zwar, das ist natürlich noch praktischer, finde ich. Ich höre zu, wenn Sie sprechen. Ich habe die Arbeitsräume. Ich besuche die Arbeitsräume, sage nichts. Ich kann mir Notizen machen. Und wenn wir wieder zusammen im Hauptraum sind, üben wir bestimmte Strukturen. Bei Studentinnen und Studenten ist es so, dass sie sich sehr auch freuen, wenn sie direkt eine Korrektur bekommen. Das heißt, ich habe ja meinen Private Chat. Ja, also ich kann ja auch nur mit dieser Person quasi chatten und ich kann der Person dann auch direkt im Chat schreiben, du klasse, aber das und dies, das funktioniert eigentlich auch sehr gut. Bei Kindern und Jugendlichen muss man schauen, also wie sie reagieren. Ich meine, wir haben die Mehrheit unterrichtet jetzt in Präsenz, da gehe ich davon aus, dass sie das eher im Klassenraum gemeinsam machen werden. Genau, also das sind so bestimmte Faktoren und Beispiele. Zum Thema Motivation, was ganz, ganz wichtig ist. So, kommen wir zum zweiten Teil und zwar das Thema, zum dritten Teil, worauf muss ich beim Üben achten? Ja, also üben mit System, klar. Eine kleine Umfrage interessiert mich, was Sie antworten werden. Also Thema Üben, überlegen Sie mal Ihr Unterricht, wie oft üben Sie, also im Durchschnitt. Ja, es ändert sich natürlich, klar, das weiß ich. Ich öffne meine dritte Umfrage. Genau, und ich habe hier ein paar Optionen erstellt. Also üben Sie mehrere Male pro Unterrichtsstunde, üben Sie also im Durchschnitt einmal pro Unterrichtsstunde oder am Ende einer Lektion. Eine Lektion endet meistens nicht in einer Unterrichtseinheit. Also das heißt, am Ende einer Lektion haben Sie vielleicht eine Übungsphase eingeplant. Oder Sie sagen, okay, üben ist bei mir eher so, was man zu Hause macht als Hausaufgabe. Oder es gibt eine Option, die ich hier nicht erwähnt habe. Auch das bitte gerne ins Chat. Genau, im Chat lese ich auch. Es hängt natürlich von der Lektion, vom Thema ab, darum auch im Durchschnitt. Genau, auch es kommt darauf an, was für einen Kurs Sie haben. Genau, Sie können auch ins Chat schreiben, wenn das mit der Umfrage nicht funktioniert. Also einmal pro Unterrichtsstunde sehe ich. Okay, hier. Wir sind bei 71%. Noch tut sich etwas. Ich warte noch ein paar Sekunden. Okay, 75%. Das ist vollkommen in Ordnung. Und ich zeige Ihnen mal das Resultat. Okay, wir haben mehrere Male pro Unterrichtsstunde, das kommt am häufigsten, 42%. Dann haben wir bei 28% einmal pro Unterrichtsstunde. Am Ende der Lektion haben wir haben niemanden, der das als Hausaufgabe gibt. Das heißt für mich, so verstehe ich das, dass Sie definitiv eine Übungsphase in Ihrem Unterricht haben, was natürlich gut ist. Und als andere Option gibt es nichts, was ich im Chat vergessen habe. Okay, ja, danke schön. Ich habe hier, und ich komme jetzt mal zurück zu meiner PowerPoint. Genau, also üben, so heißt ja auch mein Webinar, Übung macht den Meister. Das ist eigentlich nicht immer richtig, das heißt, richtiges Üben macht den Meister, weil Üben, es gibt viele Formen, aber ich habe gemerkt, dass nicht alle Übungen, die wir zum Beispiel in den Lehrwerken finden oder in irgendwelchen Zusatzmaterialien finden, dass die nicht unbedingt passen, ja. Und Sie wissen sicherlich, also wenn Sie jetzt seit einigen Jahren als Lehrkraft arbeiten, dann wissen Sie, dass es eigentlich kein
kein Lehrwerk gibt, das wirklich zu 100% passt. Es kann zu 90% passen. Ja, sind natürlich Bücher, die sind nicht für genau Ihre Zielgruppe geschrieben. Das heißt, ich als Lehrkraft habe immer noch die Aufgabe zu schauen, was für Übungen gibt es in meinem Lehrwerk oder was für Übungen habe ich aus unterschiedlichen Materialien gefunden und passt das überhaupt zu meiner Gruppe? Ja, das ist sehr wichtig, dass Sie sich diese Frage stellen. Denn ich habe auch viele Fortbildungsveranstaltungen gemacht für Lehrkräfte und immer kam das Problem, ja, meine Schüler können nicht schreiben, meine Schüler können nicht sprechen. Klar, es ist schwierig, ja, produktive Fertigkeiten. Es gibt viele Prozesse, die Lernergruppen erfüllen müssen. Klar, aber ich habe auch gemerkt, dass es meistens durch die fehlende Übungsphase passiert. Also entweder hält man diese Übungsphase zu kurz oder man achtet nicht genau darauf, was die Zielgruppe braucht. Ja, oder man überspringt einige Schritte. Das passiert auch, weil es gibt ja auch Übungsphasen. Ja, und ich zeige Ihnen gleich auch einige Übungstypen. Also mit welchen Übungen beginnen wir? Was kommt danach? Was für Übungen machen wir am Ende, kurz bevor wir wirklich produzieren, sprachlich oder schriftlich. Das heißt, das ist so eine Frage, die wir uns als Lehrkraft stellen müssen. Und richtiges Übung macht den Meister. Natürlich, wenn wir ausreichend oft üben. Und das heißt nicht, dass ich unbedingt 30 Minuten auf einmal üben muss. Es ist viel effektiver, wenn man ja in kleineren Phasen wiederholt übt. Das ist zum Beispiel ein System, was ich sehr häufig einwende. Die Übungen müssen zum Lernstand passen, klar. Also Sie können sich nicht immer darauf verlassen, was in den Lehrwerken oder in den Materialien da ist. Die richtigen Lernstrategien nutzen. Ja, da zeige ich Ihnen, glaube ich, auch noch ein Beispiel dazu. Und natürlich, klar, Hilfestellungen geben. So, ich möchte Ihnen hier ein System zeigen. Also es gibt unterschiedliche Übungstypen, was ich eben schon erwähnt habe. Und zwar Übungen, die vorbereiten. Ja, dann gibt es Übungen, die aufbauen und strukturieren und Übungen, die simulieren. Ja, wo wir eigentlich so tun, als ob. Es gibt eigentlich noch einen vierten Typ, das ist dann die echte Kommunikation. Ja, das passiert meistens nicht, wenn Sie im Ausland unterrichten, so wie ich. Und viele unter Ihnen sind ja, ich glaube, fast alle sind heute aus dem Ausland dabei. Also wir arbeiten nicht in Deutschland. Das heißt, unsere Lernergruppen können nach dem Unterricht nicht einfach auf die Straße gehen und wirklich echte Kommunikation üben. Das funktioniert nicht. Wenn Sie ein Projekt haben, ja, wo man wirklich auf Deutsch kommunizieren muss, das ist was anderes. Es gibt so ein paar Beispiele, die ich auch, als ich mit Jugendlichen gearbeitet habe, die ich angewandt habe. Zum Beispiel habe ich versucht, ja, Muttersprachler zu finden in meiner Stadt, habe dann versucht, dass sie dann ein Interview machen. Okay, das ist dann irgendwie, ja, echte Kommunikation. Aber wie gesagt, also realistisch ist für mich, dass wir in diesem Dreieck bleiben. Ja, wir haben Übungen zur Vorbereitung, aufbauen, strukturieren und wir simulieren dann am Ende, tun so, als ob wir nach Deutschland reisen oder wir tun so, als ob wir einen Weg beschreiben. Ja, da hört es eigentlich so ein bisschen auf. Was bedeutet das konkret? Ich zeige Ihnen jetzt einige Beispiele, zum Beispiel Übungen, die vorbereiten. Ja, die Kommunikation vorbereiten. Zum Beispiel, das sind Aufgaben dieser Art. Hör zu, sprech nach. Also es ist noch keine Sprechübung. Ja, das ist die Phase, wo wir zum Beispiel Wortschatz, Phonetik, ja, das ist so die Phase, wo wir ganz, ganz am Anfang sind, wo Wörter vielleicht noch einmal wiederholt werden. Hier ist es so, dass Sie es nachsprechen. Ja, Fernsehen, ich sehe fern, ich sehe gerne fern. Das bereitet vor. Und da wird der Satz immer länger. Ich finde diesen Aufgabentyp klasse. Wenn Sie das jetzt zufällig nicht in Ihrem Lehrwerk haben, das ist jetzt auch
kein Problem, glaube ich, dass Sie selber so eine Übung erstellen. Also wir fangen mit einem Verb an oder mit einem Wort und dann, ja, gibt es immer mehr Satzelemente, die wir ergänzen. Das funktioniert beim Sprechen und beim Schreiben genauso gut. Was anderes ist Kofferpacken. Ja, man wundert sich immer, Kofferpacken, das ist so eine alte Methode und ja, wieder Kofferpacken. Aber es ist eine gute Übung zum Vorbereiten. Darum gibt es dieses Kofferpacken immer noch. Ja, also ich bin seit wie vielen Jahren bin ich Lehrkraft? Ich will das gar nicht sagen. Soll ich das sagen? 1999 habe ich angefangen zu unterrichten und Kofferpacken gab es schon damals. Und ich weiß jetzt aber auch warum, weil es ein guter Übungstyp ist, ja, zum Vorbereiten. Das heißt, ich habe ein Wort, ich ergänze, dann kommt die nächste Person, erweitert den Satz, dann kommt die nächste Person. Das ist halt eine Übung, wo wir quasi ja auf die Kommunikation vorbereiten. Genau, ja, und immer witzig, merke ich, genau, das ist also, es kommt immer gut an. Also wundern Sie sich nicht, wenn es dann noch 10 Jahre, wenn wir 10 Jahre später immer noch von Kofferpacken sprechen. Dann finde ich auch das klasse. Das ist so zum Beispiel ein Sprechtraining. Hör zu, sprich nach. Okay, da wird das wiederholt. Und im Teil B, ja, es gibt unterschiedliche Emotionen. Ja, Erschrecken, Erleichterung, Ärger, Überraschung. Da gibt es halt die Beispiele dazu, die Spalten. Und dann wird irgendein Satz gesagt und je mehr der Satz nicht passt, desto witziger ist es. Also zum Beispiel sage ich jetzt, ich heiße Alevia Sidje. Und dann muss die Person reagieren. Entweder muss die Person erschrecken oder erleichtern oder die Person ärgert sich oder das ist eine Überraschung. Ja, also Je mehr die Sätze nicht passen, desto witziger ist es. Und dann sage ich, ich heiße Alevia Sidje und mein Partner reagiert. Wie meinst du das? Ja? Oder ich sage, ja, das Wetter ist heute schön. Und die Person sagt, das glaube ich nicht. Ja? Und das ist so, das ist fertig. Ich muss nichts Neues kombinieren. Hier geht es wirklich um Vorbereiten. Also es ist eigentlich schon fast alles da und ich muss es einfach nur zum Beispiel hier artikulieren. Ja, das ist eine schöne Übung. Auch das kann man variieren. Auch wenn Sie dieses Beispiel nicht haben, können Sie das auch an der Tafel. Habe ich auch sehr oft gemacht. Ja, ich arbeite jetzt mit Erwachsenen. Da habe ich jetzt so etwas an der Tafel vorbereitet und wir machen das dann spontan. Also Partnerarbeit in Gruppen und gegebenenfalls im Plenum. Vorbereitende Übungen zum Beispiel auch das. Auch hier gibt es schon, ja, Sie sehen fertige Strukturen. Nein, ich muss zu Hause bleiben. Nein, ich muss Englisch lernen. Alles ist schon da und ich kann da frei kombinieren. Gehen wir tanzen? Reaktion? Ja, super Idee. Da üben wir auch flüssiges Sprechen. Ja, das heißt, ich muss nicht lang überlegen, sondern ich kann sofort reagieren. Und es ist gut, wenn wir unseren Gruppen, Lernergruppen viele Alternativen geben. Also Redemittelkasten sind da sehr, sehr, sehr gut. Das ist auch eine Übung. Was haben wir noch? Genau, auch hier, das ist eine Schreibaufgabe zum Beispiel. Die gleiche Logik wie eben. Also wie gesagt, es gibt die Übungen beim Sprechen, kann man teilweise auch gut fürs Schreiben kombinieren. Schreib Sätze mit Personalpronomen im Dativ und lies vor. Also Alina, Jane gibt bla 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 eine Blume. Das ist so auch eine Übung, die Kommunikation vorbereitet. Mindmap. Ja, kennen Sie sicherlich auch. Zum Beispiel gibt es hier ein schönes Foto, dann wird gesammelt, was fällt uns dazu ein. Bei Mindmap ist es so, dass man dann von einem Wort weitere Wörter notiert. Ja, sonst wäre es ein Assoziogramm oder ein Wortigel. Hier wieder auch ein Beispiel aus Prima Plus A21. Genau, die Sonne scheint. Ja, da werden auch schon Sätze gebildet. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Ja, das ist quasi, wir bereiten vor für die nächste Phase.
Und was ich auf meinen Fortbildungen auch immer sage, ist, wenn Sie merken, dass es an einer Stelle bei der Übungsphase hapert, also Sie merken, es gibt ein Problem, dann müssen Sie schauen, was habe ich bei der Phase davor gemacht? Habe ich diesen Schritt, ja, übersprungen? Also das kann gut sein. Manchmal haben wir keine Übung, die Kommunikation vorbereitet und wir gehen direkt, wir starten direkt mit Übungen, die aufbauen, strukturieren. Ja, und das ist genau das, wo meistens das Problem liegt. Also wir müssen schauen, haben wir die Schritte eingehalten? Und es hängt von Ihnen und von dem, natürlich von dem Lernstand Ihrer Lernergruppen ab, wie lange Sie sich in einer Phase aufhalten. Also vielleicht brauchen Ihre Lernergruppen viele Übungen auf diesem, ja, bei diesem Schritt, also vorbereitender Übungen. Oder vielleicht braucht Ihre Gruppe nur eine Übung oder zwei und Sie können auch schon mit aufbauenden, strukturierenden Übungen anfangen. Ja, das ist natürlich, da gibt es keinen Standard. Das ist sehr abhängig von Ihrer Gruppe. Okay. Üben, genau, noch eine Schreibübung. Auch Antonyme finden. Ja, also reisen, zu Hause bleiben. Drinnen arbeiten, draußen arbeiten. Das ist zum Beispiel auch ein schönes Beispiel, um Kommunikation vorzubereiten. Okay, ich denke, Sie haben die Logik verstanden, also Übungen, die vorbereiten. Wörterschlangen gehören auch zu diesem Übungstyp. Ja, wo Sie dann quasi die Wörter finden sollen. Das zweite Wort beginnt mit dem letzten Buchstaben vom ersten Wort. Hier gibt es auch einen Wettbewerbscharakter. Man hat 5 Minuten und wie lang wird deine Schlange? Das heißt, Ihre Lernergruppen schreiben selber. Bereiten selber Wörterschlangen vor. Zu dem Thema, zum Endprodukt. Sie müssen sich immer überlegen, wir werden ja dann in den nächsten Schritten dann irgendwie etwa zu einem Thema bestimmte Sachen sprechen oder wir fordern unsere Gruppen auf, dass sie etwas schreiben. Ja? Also dazu werden dann diese Wörterschlangen erstellt, nicht zu irgendeinem anderen Thema. Okay, Übungen, die aufbauen und strukturieren. Was gehört da alles dazu? Natürlich Dialoge. Ja, Dialoge gibt es in allen Lehrwerken, darf auch nicht fehlen. Hier ist es so, dass es ein Dialog gibt, was Sie zuerst einmal vielleicht kurz lesen und dann sollen Sie diesen Dialog variieren, klar. Und es gibt dann bestimmte Stellen, die Sie variieren. Das heißt, hier müssen Sie noch kein neues Dialog schreiben. Selbst das ist manchmal eine Herausforderung, wenn Sie den Dialog variieren sollen. Das ist interessant. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Meine Gruppen haben manchmal auch das Problem, sie wissen nicht, was genau sie variieren sollen. Also da versuche ich das gemeinsam einmal zu klären. Gut, hier gibt es ein paar Bilder als Hilfestellung. Also, aber selbst das ist manchmal schwierig, habe ich gemerkt. Also was kostet der Kaugummi da? Und dann unterstreichen wir manchmal gemeinsam, also diese Stelle kannst du kombinieren, ja, weil selbst das kann wirklich schwierig sein für bestimmte Klassen. Das ist eine typische, sehr typische Übungsform für, Kommunikation aufzubauen. Auch das hier geht es jetzt darum, dass wir mehrere Sätze schreiben. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass wir ein Wort schreiben oder maximal einen Satz, sondern hier wird schon etwas mehr getan, mehr produziert. Hier wird zum Beispiel ein Unfall erzählt, man spricht über einen Unfall oder man schreibt einen kurzen Text, wie in dieser Übung. Das ist auch ein Beispiel für diesen Übungstyp. Dann Geschichte erzählen. Ja, wir haben aber noch Stichpunkte, das heißt kein freies Erzählen. Schreibt die Geschichte mit Hilfe von Stichwörtern. Ja, das ist ein Beispiel für eine Schreibübung. Genau. Wenn Sie eine Frage haben oder wenn Sie die Aufgabe nicht verstehen, können Sie das auch gerne ins Chat schreiben. Hier auch ganz wichtig, in diesem Übungstyp gibt es
gibt es die Übung, wo man Sätze verbinden muss. Ja, also ja, die Konnektoren kommen ins Spiel. Das ist genau dieser Übungstyp, von dem ich hier spreche. Also hier muss man die Sätze mit trotzdem und obwohl verbinden. Ja, das ist also quasi die Vorstufe, bevor wir dann auch simulieren oder so tun, als ob wir jetzt etwas schreiben, wir sind Kunden etc. Das ist quasi die Vorstufe. Und wenn Sie merken, wie gesagt, wenn Sie hier merken, es ist irgendwie zu schwer, es funktioniert nicht, dann müssen Sie gucken, was habe ich davor gemacht? Habe ich genügend vorbereitet? Das ist eigentlich das System, wenn ich ein Buch in meiner Hand habe, ein Übungsbuch oder ein Kursbuch, egal. Ich schaue mir sofort an, was das für ein Übungstyp ist. Ja, was genau ist in meinem Arbeitsbuch? Weil ich definitiv der Ansicht bin, dass es nie 1:1 passen kann. Es kann nicht sein, dass das Buch genau für meine Gruppe konzipiert wurde. Das funktioniert nicht. Okay, aufbauen und strukturieren ist auch das. Sie haben bestimmte Sätze, Sie sollen die Aussagen ordnen und dann schreiben Sie eine Zusammenfassung. Ja, also wir schreiben keine freie Zusammenfassung, sondern hier haben wir immer noch eine Hilfestellung. Das heißt, die Sätze sind konkret da, aber wir ordnen sie und wir schreiben eine Zusammenfassung. Das heißt, wir benutzen auch hier vielleicht Konnektoren. Ja, die Sätze werden anders formuliert. Das ist auch eine sehr gute Übung, um Kommunikation aufzubauen und zu strukturieren. Genau, kommen wir zu der dritten Phase, ja, die Phase, wo wir so tun, als ob wir mündlich oder schriftlich kommunizieren. Das ist die Phase, wo wir zum Beispiel solche, ja, Übungen haben. Hier wird quasi ein Dialog vorgespielt. Ja, also ein Teil der Gruppe sind also Kunden, dann gibt es Verkäufer. Das ist jetzt genau das, was ich auch vorher schon gesagt habe. Also ich kenne viele Lehrkräfte von Fortbildungen, die sagen, dass sie zum Beispiel so eine Übung haben und dass die Lerngruppen gar nicht damit klarkommen. Und wenn wir dann im Detail darüber sprechen, was vorher passiert ist, merke ich, dass bestimmte Schritte nicht eingehalten wurden. Also das habe ich sehr oft bemerkt. Daher auch hier, also ich kann nicht direkt mit so einer Übung starten. Ne? Das funktioniert nicht. Wir möchten natürlich schnell ein Produkt sehen. Ja, wir möchten wissen, hat das jetzt funktioniert? Haben Sie das gelernt? Aber das ist, wie gesagt, die Übungsphase darf man nicht einfach so überspringen. Das ist eine gute Form zum Simulieren. Wir sind natürlich nicht auf dem Markt, aber wir tun so. Oder auch hier Pro und Contra. Das kann ein Thema sein, wo es einen Ich-Bezug gibt. Das heißt, das Thema kann Ihre Gruppen natürlich total ansprechen. Es kann sie wirklich echt ansprechen. Aber es ist so, dass wir im Klassenraum sind und normalerweise würden sich die Klassen nicht in zwei Gruppen teilen, Pro und Contra, und würden darüber sprechen. Daher ist das für mich immer noch eine Simulierung, auch wenn das Thema vielleicht wirklich total interessant und ansprechend ist. Ja? Und hier Pro, Contra, hier gibt es auch einen kleinen schriftlichen Teil davor. Das heißt, wir können zuerst die Gruppen bitten, ja, notieren Sie sich, machen Sie sich Notizen. Sie sind die Pro-Gruppe, Sie sind die Contra-Gruppe. Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Ja, das sind so die Hilfestellungen, die man dann vorher hat. Aber sobald die Diskussion startet, bitte ich meine Gruppen immer darum, dass sie dann nicht einfach ablesen. Sie sollen sich ja auch nur Notizen machen und keine, ja, vollständigen Sätze schreiben. Das heißt, das hat einen Schreibteil, aber es ist eigentlich eher die Vorbereitung und hier wird natürlich gesprochen. Genau, und hier, also bei Pro-Kontra-Übungen bedarf es wirklich einer guten Vorbereitung. Ja, man muss gut vorbereiten, aufbauen und strukturieren.
Und ich finde dieses Pro und Contra, diese Übungsform finde ich auch sehr gut, weil ich merke mit der Zeit, dass die Lernergruppen, weiß ich nicht, so Weltwissen, es gibt bestimmte Themen, die Kinder, Jugendliche und erwachsene Lernergruppen sehr gut kennen. Ich habe aber mit der Zeit gemerkt, dass es so bestimmte Themen gibt, wo die Klasse gar keine Ahnung hat. Und das sind Themen, die habe ich jetzt nicht einfach erfunden, sondern das ist so unser Alltag, ja, tagtägliches Leben. Und mit dieser Übung kann man auch das, also man hat dann noch ein anderes Ziel abgedeckt, ja, also ja, man erfährt neue Themen. Manchmal müssen die Lernergruppen zuerst recherchieren, weil sie gar keine Ahnung haben, wovon wir gerade sprechen. Und das fördert auch wirklich dieses Weltwissen. Also ich finde dieses Pro und Contra sehr gut als Übung. Genau, und auch hier diskutieren Sie, hier gibt es auch Redemittel. Noch einmal ein Beispiel dazu. Rollenspiele, natürlich, ja. Ich bin Herr Wondrak und mein Partner oder meine Partnerin ist Frau Bayer. Genau, es gibt auch noch Redemittel als Hilfestellung, aber ich habe eine andere Rolle, ich bin eine andere Person. Das ist auch so ein typisches Beispiel für Übungen, die Kommunikation, also wo wir simulieren. Wegbeschreibung, natürlich beschreibe ich keinen Weg normalerweise im Klassenraum und wir tun so, als ob. Und das ist aber auch, Wegbeschreibung ist schon simulieren. Das heißt, damit starte ich nicht. Ja, davor muss ich, ja, Wörter, Strukturen, das und dies muss alles zuerst vollendet werden, also muss geübt werden, damit ich dann meine Lernergruppen auffordern kann, dass sie jetzt, ja, einen Weg beschreiben. Okay, und auch hier eine Schreibübung. Schreib einen Text über einen Besuch in einer Stadt in deinem Land. Ja, das ist auch eine Übung. Das geht schon, ja, in Richtung echte Produktion. Keine Ahnung, normalerweise würden meine Gruppen das ja nicht schreiben mit 50 bis 100 Wörtern. Und wie gesagt, das ist eine Simulierung. Und auch das ist schön, eine schöne Übung. Sie geben zum Beispiel den ersten Satz von einer Geschichte und dann den letzten Satz und Sie bitten dann, dass Sie dann quasi eine Geschichte dazu schreiben. Also der Start und das Ende steht fest und es wird quasi eine Geschichte dazu geschrieben. Das ist also immer noch gelenkt. Ja, es ist quasi gelenkt, weil die Gruppen es thematisch nicht zu 100% auswählen können. Also es beginnt mit einem Tannenbaum und am Ende ist es dann so ein Stuhl, Schaukelstuhl. Das heißt, das ist immer noch simulieren, was wir hier machen. Genau, das sind so die Beispiele. Und um vielleicht ein kleines Fazit mit einem Fazit zu das Webinar zu beenden. Also worauf kommt es an? Richtiges Üben macht den Meister, haben wir gesagt. Also es ist gut, wenn wir oft, aber kurz üben. Ja, das heißt, dass Sie als Lehrkraft genügend Zeit dafür einplanen, für diese kleinen Übungsphasen. Die Arbeitsatmosphäre ist natürlich in dem Moment ruhig und konzentriert, weil wir bei der Übungsphase, wie gesagt, also es wird eine neue Struktur geübt zum Beispiel und da ist es wichtig, dass auch wirklich, dass sich alle konzentrieren können. Die Arbeitsanweisung ist klar, das gilt aber auch nicht nur für die Übungsphase, es gilt komplett für den Unterricht, dass unsere Arbeitsanweisung klar, deutlich, einfach formuliert wird, dass das Material, was wir zum Beispiel verteilen, dass das Material verständlich ist, klar, das gehört dazu. Wir achten darauf, vor allem bei der Übungsphase, dass es binnendifferenzierte Übungen gibt. Das gibt es jetzt in vielen Büchern, in den neueren Lehrwerken. Ja, das ist dann A und dann gibt es B. Das heißt, für die entweder thematisch können die Lernergruppen das auswählen, aber auch vom Lernstand her. Es gibt einfachere Übungen, es gibt etwas schwierigere Übungen.
für diejenigen, die motivierter sind, oder es gibt sehr schnelle Lerner, Lernerinnen und Lerner in der Gruppe, und dann kann man noch etwas anderes anbieten. Ja, also binnendifferenziertes Üben, ganz, ganz wichtig, weil klar, Ihre Klasse kann nicht komplett den gleichen Lernstand haben. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Eine Kontrolle, ja, des Lernerfolgs ist möglich. Das heißt, nachdem ich geübt habe, kann ich das irgendwie sicherstellen, dass ich das richtig gemacht habe oder nicht. Das ist natürlich, wenn Sie eine Übung im Arbeitsbuch haben, gibt es natürlich eine Lösung. Aber wenn Sie auch ein anderes Material einsetzen, ist es natürlich selbstverständlich, dass eine Kontrolle möglich ist. Ja, sonst hängt es so in der Luft. Keiner weiß. Das macht natürlich keinen Sinn. Und immer nicht vergessen, Fehler sind Helfer. Ja, also jemand, der gar keine Fehler macht, spricht oder schreibt höchstwahrscheinlich gar nichts. Das heißt, Fehler sind Helfer, und ich denke, genau das müssen wir als Lehrkraft auch immer unseren Lernergruppen vermitteln, ja, dass das vollkommen in Ordnung ist. Ja, und ich schaue auf meine Uhr, fast pünktlich mit einer Minute Verspätung beende ich mein Webinar. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und ja, wenn Sie Fragen haben, gerne ins Chat. Ansonsten danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Cornelsen. Potenziale entfalten.